Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit dem Meta-Ranking zum Oktober 2015. Gerade noch so am letzten Tag des Monats, so wie immer. Es kam überraschenderweise die neue Bandliste für November. Gilt ab nächster Woche oder übernächste Woche. Irgendwann Anfang November. Sehr überraschend, spontan. Hab ein Review-Video dazu gemacht. Könnt ihr abchecken. Beziehungsweise wir werden noch näher drauf eingehen in kommenden Videos. Und zum Glück habe ich das Meta-Ranking noch nicht gedreht, bevor die Liste kam, weil die sich doch sehr stark auf die Liste und auf das Ranking auswirken wird und ausgewirkt hat. Deswegen heute mal eine bisschen andere Folge, bisschen speziell, auch vom Konzept her, auch vom Design her alles. Also hier habe ich die Liste, das Meta-Ranking, so wie ich es gehabt hätte, ohne die neue Bandliste. Gehen wir kurz drüber, wie es gewesen wäre. Und dann schauen wir uns danach ein paar Decks an, labern über Decks, die nicht mehr in den Top 10 sind und andere Decks, die möglicherweise in die Top 10 kommen. Also da haben wir jetzt ohne die November 2015 Bandliste auf Platz 10 Clownblade. Hat letztens auch eine YCS getoppt und zum Beispiel bei uns wird das Deck öfters gesehen. Hat auch letzte oder vorletzte Woche ein TBT-Liga-Turnier gewonnen. Also man sieht es in verschiedenen Varianten. Also hauptsächlich irgendwie Level 4 Exceed Spam mit Instant Fusion und dann die Clowns und das ganze Heroic-Zeug und Hände manchmal, Trap-Tricks und sowas. Also hauptsächlich Level 4 und die haben es auf Platz 10 jetzt meiner Meinung nach geschafft. Obwohl Exiton ist weg, also ohne Frage eines der stärksten Level 4er und eine kleine Schwächung des Decks, aber für diesen Monat auf jeden Fall Platz 10. Dann haben wir auch neu in den Top 10 auf Platz 9 die Psyframes. Waren sehr unterschätzt. Ich habe ein Review dazu gemacht und auch zu dem Set High Speed Riders. War eher ernüchternd, nicht so toll, aber die scheinen doch Potenzial zu haben. Denke man auch, viele wissen nicht, wie man dagegen spielt. Die haben sehr, sehr, sehr viele Effekte und die haben es dieses Mal auf Platz 9 geschafft. Viele Psyframes haben getoppt und jetzt, wo das Meta aufgegürtelt wird, haben die auf jeden Fall Potenzial. Dann haben wir auf Platz 8 Clifford. Die sind vom letzten Monat Platz 5 runter auf Platz 8. Haben eigentlich nichts gerissen. Also wie in dem Bandless Review. Clifford in letzter Zeit eigentlich nicht so viel gerissen, dass die es so stark hätten schwächen müssen. Also Tower weg ist in Ordnung, aber Scout auf 1 tötet das Deck, glaube ich, komplett. Und dadurch möglicherweise dann auch komplett raus aus den Top 10. Dann haben wir auf Platz Nummer 7 Hero. War letzten Monat auf Platz 6. Ist ein bisschen gesunken, hat halt nicht viel gemacht, ist immer konstant irgendwo mit dabei, aber toppt auch nicht, gewinnt auch nicht so viel oder beziehungsweise gar nichts. Dark Lore ist zwar gut, aber auch nicht so überklasse und auch zurzeit nicht so gegen die Decks, die gespielt werden. Aber jetzt, wo die Top-Decks geschwächt wurden, könnte Hero auf jeden Fall wieder Potenzial haben. Dann haben wir auf Platz 6 Satellite Knight. Wie ihr seht, sehr viele Veränderungen zu letzten Monat. Satellite Knight auf Platz 3, diesen Monat nur auf Platz 6. Satellite Knight zwar immer konstant, aber auch nicht überklass und die anderen Decks in den Top 5 waren einfach klasse. Dann haben wir auf Platz 5 Shadol, war im letzten Monat auf Platz 4, ein Platz gesunken und auch von Shadol hört man zurzeit nicht mehr so viel und in Zukunft wird man wahrscheinlich auch nicht mehr viel von denen hören, da die Bandliste die sehr stark geschwächt hat, wenn nicht sogar komplett getötet. Also man muss die auf jeden Fall jetzt anders spielen, falls man es noch irgendwie hinkriegt. Dann haben wir auf Platz 4 Cosmo, war im letzten Monat sogar nur auf Platz 9. Davor war es ganz hoch, glaube ich, und dann ist es auf Platz 9 gesunken und jetzt ist es wieder gestiegen. Ziemlich gutes Deck, wie jeder weiß. Viele von uns aus dem Team spielen das und jetzt mit den neuen Cosmo-Karten wird es auf jeden Fall richtig krass. Mein Geheimtipp, wie ihr wisst, Cosmo Destroyer 150. Dann haben wir auf Platz 3 Burning Abyss, war auf Platz 2, jetzt gesunken, weil Infernoid halt ziemlich krass war, aber jetzt erstmal zu BA. Ist halt immer noch das typische Standard BA. Hat halt eigentlich nur ein schlechtes Matchup gegen Cosmo. Falls Destroyer liegt und die ihn nicht targeten können die nicht viel gegen die machen. Außer Utopia F-Zero heißt er, glaube ich. Aber auch Burning Abyss wurde geschwächt. Wir reden gleich drüber, was man noch mit denen machen kann. Und ob die noch einen Platz in den Top 10 verdient haben. Aber davor erstmal Platz 2, Infernoid, überraschenderweise. Hat YCS gewonnen, wir haben ein Review-Video dazu gemacht, er ist durch das ganze Turnier 16 zu 0 gegangen,
Hat auch ein paar interessante Karten gespielt, zum Beispiel Rekindling und Cypher im Omega. Und seitdem sieht man auch vermehrt Infernoids. Bei uns zum Beispiel haben auch jetzt mehrere Infernoids gespielt, relativ erfolgreich. Und Regionals und ein paar solche Turniere Infernoids jetzt auch immer ab und zu dabei. Und dann haben wir auf Platz 1 immer noch die guten alten Necros. Zum letzten Mal höchstwahrscheinlich, da die sehr, sehr stark geschwächt wurden von der Bandliste. Ich erinnere mich noch an das erste Meta-Ranking vom Februar. Da waren sie neu und haben es direkt auf Platz 1 geschafft. Und jetzt, 8 Monate später, immer noch auf Platz 1, aber nächsten Monat höchstwahrscheinlich dann nicht mehr. Und dann schauen wir uns mal die Top 10 nach der Liste an. Nach dem November, also für die Zukunft. Ich kann natürlich nicht genau sagen, auf welchem Platz alle sind, deswegen hier noch Fragezeichen. Aber das sind hier mal die Decks, die meiner Meinung nach Potenzial haben auf die Top 10. Vielleicht kommt auch irgendein Random Deck, aber die Decks höchstwahrscheinlich dann in den Top 10 nächsten Monat. Da haben wir halt immer noch Clownblade, immer noch solides Deck. Instant Fusion und Noden wurden nicht geschwächt von der Bandliste, obwohl viele meinten, dass da auf jeden Fall irgendwas passieren wird. Dann Psyframes, wie gesagt, ein Deck mit sehr viel Potenzial und jetzt, wo alle Decks geschwächt sind, können die nur besser werden. Dann haben wir da Ignites, auch ein gar nicht so schlechtes Deck, sehr unterschätzt und die bekommen eine Menge Supportkarten in dem neuen Set. Zum Beispiel kriegen die so einen Searcher, die wird Secret Rare sein und dann noch diese Ignite Reload, obwohl ich nicht weiß, ob man die spielen wird, aber auf jeden Fall ein paar Supportkarten und kann mir gut vorstellen, dass die es damit in die Top 10 schaffen. Dann haben wir Hero. Ist halt immer ein konstantes, solides Deck. Auch wenn Dark Lore oder so zurzeit im Meta nicht unbedingt das krasseste ist. Vor allem jetzt, wo Shadol, Necros und Burning Abyss nicht mehr so präsent sein werden. Aber Hero gibt es viele Varianten, also da geht auf jeden Fall was. Dann Satella Knight, gar nicht geschwächt. Obwohl es WM gewonnen hat und WM-Decks eigentlich immer kastriert werden, hat es relativ heil überstanden. Nur ein Rotor, also nur Rotor auf 1. Ansonsten nichts, kein Dandem, kein Altair geschwächt. Und unser Satella-Spezialist Chong meinte auf jeden Fall, da geht noch was. Vor allem haben die Leute jetzt angefangen, Skybridge zu spielen. Das ist eh so eine Art Reinforcement, also Satella auf jeden Fall nicht so stark geschwächt, beziehungsweise fast gar nicht und kann ich mir auf jeden Fall wieder in den Top 5 vorstellen. Dann haben wir als nächstes Magispectre, neues Themendeck. Hab ein Review-Video dazu gemacht, könnt ihr nochmal abchecken. War also sehr gehypt früher, vor einer gewissen Zeit, aber dann hat es Hype verloren, weil nur noch über Cosmo geredet wurde, aber ist trotzdem ein sehr solides Deck, sehr krass. Vor allem jetzt, wo die Top-Decks geschwächt sind, hat es bessere Chancen und kann auf jeden Fall problemlos in die Top 5, würde ich sagen. Und dann haben wir Cosmo, die kriegen ja klassen Support, Destroyer und Wicked Witch und Strawman und das Laserschwert. Review-Video habe ich natürlich gemacht, könnt ihr auch abchecken. Ansonsten, ich denke mal, Cosmo wird auf jeden Fall das beste Deck oder zumindest Top 3 für ein paar Monate, bis halt in der Zukunft diese Überklassen-Decks kommen. Ihr wisst alle Bescheid, diese Pendel-Zeugs, Magician, dies, das, bla bla. Dann haben wir halt Burning Abyss, die wurden auch ziemlich stark geschwächt, Seer auf 2 und Graf auf 1. Wir haben schon ein bisschen darüber diskutiert, manche von uns denken, dass Bär dadurch tot ist. Ein paar wie Tati wollen das Deck noch nicht aufgeben, haben noch Hoffnung, aber ich sehe nicht viel Hoffnung. Kann möglicherweise noch in den Top 10, in den unteren Teil der Top 10 sich irgendwie festhalten, aber oben kann es sicher nicht mehr mitspielen, denke ich mal. Obwohl seine Falle, die Secret Rares TCG Exclusive, gar nicht so schlecht wäre für das Deck. Findet ihr in den Top 10, Gaia Anleitung, findet ihr die Karte, könnt ihr mal abchecken. Und dann haben wir halt Infernoid, klasse Deck, vor allem jetzt ohne Konkurrenz, könnte es die Spitze übernehmen. Kommt halt darauf an, wie die anderen Decks sich dagegen schlagen, ob man aggressiv jetzt gegen das Deck sidet und ob der Erfolg jetzt nur deswegen war, weil die Leute nicht genug dagegen gesidet haben. Wir werden es sehen. Und dann haben wir noch Necros. Da weiß ich echt nicht, ob das noch überhaupt irgendwie spielbar ist. Vor allem bekommen die jetzt eine Fallenkarte. Also die Fallenkarte ist generell. Aber Necros hätte die gut benutzen können. Und mit der Fallenkarte kann man sogar im gegnerischen Zug Ritualbeschwörungen durchführen. Mehr zu der Karte findet ihr in dem TPT React Video zu den besten Karten aus dem Set. Da haben wir die durchgesprochen. Aber mit Brionac auf 1, Sugar auf 0 und Unicorn auf 1
gibt es dann nicht so viele Monster mehr, die man überhaupt beschwören kann. Selbst in der gegnerischen Runde. Und mal schauen, ob Necros noch in den Top 10 bleibt. Ich denke mal schon. Das Deck wird immer noch gespielt oder wenigstens versucht gespielt zu werden. Und Platz 8, 9 oder 10 wird es wahrscheinlich immer noch bekommen. Ansonsten war es auch erstmal. Ihr könnt unten in die Kommentare gerne schreiben, was ihr von den Top 10 haltet, die ich gemacht habe. Beziehungsweise was ihr von den Top 10 denkt, die jetzt dann nach der Bandliste sein werden. Wie die Decks so, sich so schlagen werden. Was ihr halt vorne seht und sowas. Welche Decks jetzt spielbar werden und welche Decks dominieren werden. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt uns gerne Videos ab und checkt unsere Sponsoren ab. Und wie immer, leidet nicht so viel.